So, willkommen zurück bei Gamers Go Makers hier auf Aidencroft TV. Mein Name ist Aidencroft und ich begleite euch noch durch diesen Part. War nicht nur durch diesen, durch den ganzen Part. Langsam müssen wir gucken, dass wir mal wieder ein Spiel machen, was wirklich was bringt. Denn sonst sind wir bald weg vom Fenster. Tischtennismanager. Ich hatte doch irgendwann mal Tischtennisschläger gesehen. Und ich habe mir vorgenommen, wir werden nicht mehr ganz so viel Geld in die Games stecken. Also storymäßig oder so. Weil, wie gesagt, im Moment müssen wir erstmal. Wo ist das ganze Geld hin? Ah, Gott. Ich wollte gerade. Spielemarkt. Nein. Bilanz wollte ich hingucken. 1986, 8.1.86. 85. Och, 400.000 minus. Oh Mann. Das heißt, wenn unser Spiel jetzt nichts war, sofort ein Publisher geben. Ach, das sieht doch wunderbar aus. Das sieht doch wunderbar aus. 81%, wunderbar. Das müsste sich doch gut verkaufen. Die Tischtennismanager ist noch nicht dabei. Ach, war ein Publisher. Sehr gut. Jawohl, 547.000 wieder. Wunderprächtig. Hier müssten wir mit einem Game dabei sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nö, es war wohl ein anderes Jahr. Okay. Wir könnten trainieren. Wir können trainieren. Was sind wir? Designer. Das brauchen wir alles nicht. Wir machen erstmal Pause. Haben wir die Pause? Nein, Pause ist immer noch nicht an. So, jetzt. Ein Patch müssen wir machen. Wieso geht die dumme Pause ja nicht rein? Okay. So, wir sind am Patch dran. Tischtennismanager 1.0. Alles klar, jetzt können wir wieder nichts machen. Mann. So. Maxwell, was warst du denn? Programmierer. Die Kunst des Programmierens. So. Gut gemacht, der Patch ist fertig. Warte mal kurz, bis die fertig sind. Sollen wir auf die Games Convention? Wir haben 15.000 Fans mittlerweile. Das finde ich sehr gut. Nein, wir gehen nicht darauf. Wir sparen das Ganze noch an. So, ich erforsche eben den Audio-Sound. Warum gehst du darüber? Ich würde gerne etwas programmieren, Game AI programmieren. Jawohl. So. Warum hat der das Büro gewechselt? Was kannst du? Design und die Kunst des Programmierens. Machst du auch mit? So. Fertig. Kannst immer noch trainieren. Oh, lückenlose Spiele programmieren. Die Kunst des Programmierens. Das Handbuch zur Spieleproduktion. Einmal das. Lückenloses Programmieren. Du auch. So, wir können immer noch. Boah, Algorithmen. Die Kunst des Programmierens. Die anderen beiden sind, ich wollte gerade sagen, fertig.
Nein, Game AI, okay. Er kann immer noch Design und Entwicklung. Mit Design hast du nichts zu tun. Ich habe ja 100. Ich habe ungefähr das Gefühl, wir haben schon 100.000 wieder verloren jetzt. Gut, jetzt gehen wir erstmal wieder an die Entwicklung eines Spiels dran. Wir machen eine Simulation. Jetzt muss ich erstmal in unsere Chronik gucken. Ah, Need for Oil. Haben wir danach noch mal eine gemacht? Nein, das ist rausgekommen am 28.11.84. Ach, schon anderthalb Jahre her. Okay, dann machen wir Need for Oil 2. Oh, das war für einen Publisher. Gut, dann machen wir ein eigenes Rennspiel auf dem IBM Racing. Das Ganze nennen wir jetzt Ways of Life 2D bleibt, Stereo Sound bleibt drin. So. Gut, die zwei sind ein bisschen überlastet. Du kommst da raus. Da kommst. Ach ne, Moment. Ach, mal, wir sind doch Designer, ne? Ach, da haben wir ja schon rausgekommen. Okay. Wir übernehmen das erstmal. Wir haben noch einen Punkt über. Zip. Grafik und Gameplay. Grafik haben wir ja schon. Dann machen wir Gameplay hoch. Dann sollte das ja jetzt okay sein. Ah ne, die Grafik können wir noch. Wo nehmen wir was runter? Game Writing World Design. World Design runter, Grafik dafür hoch. So, das ist ein Rennspiel. Die Story lassen wir uns 10.000 kosten. Und das Ganze so. Hier können wir natürlich nichts ändern, weil das ist ja ein Publisher-Game. Der sagt, wie teuer das Spiel sein muss. Ach, da kann man sie kaufen. Eine neue Lizenz ist verfügbar, kostet aber 500.000. Können wir uns nicht leisten. Mit Lizenzen kann man natürlich gut Geld machen. Erst recht, wenn das dann auch noch in einem Trend sein sollte. Ein Racing-Spiel für den Commodore G64. Sag mal, wie kann das sein, dass immer genau das rausbringen, was wir auch rausbringen? Oh, der Vega Master System ist heute veröffentlicht worden. Die neue Plattform von Vega Master System. Er ist der Nachfolger vom SG-1000. Es ist Vegas Antwort auf den Atari 7400. Der spektakuläre Nachfolger des SG-1000, das Master System, prahlt mit einem 8-Bit-Prozessor, der auf 4 MHz läuft, 8 KB ROM, 8 KB RAM und 16 KB Video-RAM. Spiele können über Steckmodule oder Karte geladen werden. Ja, der Fortschritt ist unaufhaltsam. Noch ein Racing-Spiel.
Ah ne, das war Titel des Monats. Okay. Kostet mehr. Nehmen wir ganz einfach den. Durch das ganze Lernen und jetzt die Entwicklung des Spiels haben wir schon über 200.000 wieder ausgegeben, ohne dass wir irgendwas eingenommen haben. Es wird einen starken Trend für Tierspiele geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pets lässt grüßen. Keiner aufgestiegen? Ah doch, ein Level up in World Design. Sehr gut. So, Werbung, Magazinwerbung und Radiowerbung an. Es gibt gerade keinen Trend für Simulation Racing Spiele. Es gibt keinen für Rennspiele. Es gibt zwei ähnliche Spiele auf dem Markt. 36% und 60%. IBM ist der aktuelle Marktführer. Das ist sehr gut. Und die kosten im Schnitt 18. Wir gehen auf 21. 14.000, jawohl. Jawohl. Ja, jawohl. 82%. Langweilige Umgebung, ja. Wir können nicht alles haben, ne? So, aber da kommt das Geld jetzt. So. Zack. Hey, sag mal, wollt ihr mich verarschen, dass jetzt in jedem Spiel ein Bug drin ist? Mann, 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 Mann. Gut, der dürfte jetzt nochmal kurz pushen. Was kannst du... So, wenn das so bleibt, dann bin ich zufrieden. Oh, Shanna Washington. Vielleicht könnten wir einen Geschütz in die Spiele integrieren. Die Spieler würden das lieben. Ja, ja, ja. Ich kenne auch so ein paar Geschütz. Naja, gut. Game Eye. Ja. Ach, ich bin auch Designer. Ich dumm. Ich, ja. Ich brauche das doch gar nicht lernen. Naja, okay. So, dann gehen wir mal ans nächste Spiel. Eine Fortsetzung von... Was haben wir da alles? Irgendetwas, was noch nicht zu lange her ist. Nehmen wir Dämon. Dämon 2. Auf dem IBM bleiben wir. Dum-dum-dum-dum. Wie gehabt. Ach, jetzt habe ich keine Sheets eingebaut. Ich hab's zu spät da unten gesehen. Was gab's hier zu bemerken? Oh, 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 oh. Level Design, Game Waiting, World Design. Okay, so, schon mal Level Design. World Design, das ist doch so gut. So, wo können wir irgendwo was wegnehmen? Grafik und Sound und Content Design. Content Design. Ach, Content Design. Grafik. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo der dritte war. Und auch nicht, was wir verbessern mussten. So, Level Design hatten wir. Game Writing, World Design.
Game Rating World Design. Die AI nehmen wir weg. Dafür machen wir noch Level Design was höher. Und probieren das Ganze jetzt so aus. Ways of Life. Das ist unser Top-Titel im Moment. 427.000 bis jetzt eingenommen. So, diabolisch bleibt. Alle. Die Story lassen wir uns diesmal ein bisschen mehr kosten. 30.000. Wir gucken, dass es jeder mitnehmen kann. Vom Alter her, jeder spielen darf. 21.000 Fans mittlerweile. Sehr schön, sehr schön. Ach, die 3D-Grafik ist ja furchtbar. Ja, die müssen wir natürlich sofort mitnehmen. So, wie viel spielen wir? Wir ändern den Preis mal kurz auf die durchschnittlichen 18. Warum springt mein Spiel in den Hintergrund? So. Diabolisch. Ich hab. Der sieht doch schön aus. Der sieht doch schön aus. Ways of Life ist jetzt vom Markt genommen. Du hast 31.000 Einheiten verkauft und dies brachte einen Gewinn von 527.000. Und das ist nicht Rekord. Ich meine, über einen Publisher könnten wir schon mehr verdient haben, das ist klar. Aber dann nicht, ich meine nicht mit unserem eigenen Game. So, und jetzt kommt der nächste Flop. Damit unser Geld direkt wieder abhanden kommt. Ah, Level Up in Producing. Jawohl, in der AI. Und im World Design. Ja, sehr schön. Wir geben wieder. Blop, blop, blop. So, es wird einen starken Trend für RPG-Spiele geben. Sauber! Zwar nicht für diabolisch, aber RPG-Spiele, das ist gut. Es gibt kein ähnliches Spiel auf dem Markt. IBM ist zwar nur noch mit 17% dabei, aber da gehen wir mit dem Preis direkt was hoch. Jawohl, 22.000 pro Tag. Pro Tag. Oh, wie schön das doch ist. Aber die Bewertungen, ich weiß ja nicht, ne? Inkonsequente AI. Naja. Gut. Ach, forschen wollten wir. Forschen, forschen, die 3D-Video. So. Guckt mal, da. 590.000, 600.000 mittlerweile. Wunderprächtig. Boah. 173.000 an Steuern allein. Lecko Fano. 577.000 eingenommen dieses Jahr. RPG-Spieltrend ist vorbei. Da haben wir ja Schwein gehabt. Commodore hat eben den Amiga für angekündigt. So, jetzt können wir ein neues Projekt starten. Ach so. Dum, 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 dum. Ich bin dafür. Was machen wir denn jetzt? Ich
Jo, was für ein Spiel machen wir denn jetzt? Nochmal ein Adventure? Adventure. 48%. Da wissen wir aber wenigstens, was wir falsch gemacht haben. Monkey Island. Viper. Dem machen wir eine Fortsetzung zu. VZ20? Nein. IBM. Auf dem IBM. So. 3D-Grafik natürlich. Oder nein, 2D reicht. Sheets einbauen. So. Wie zuletzt. Okay. So, World Design hat nichts zu bemängeln. Übernehmen mal. Dann nehmen wir hier noch World Design mit rein. Können wir irgendwas wegnehmen? Gameplay würde ich mal sagen. Gameplay und AI. AI? Gameplay aber. So, World Design. Und dann probieren wir es mal mit den Einstellungen. Nein, da sind wir nicht bei. Boah, 95%. Hammer Game. So. Wir nehmen volles Budget. Ah, die erweiterte AI. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jawohl, und jetzt wir, wie weit sind wir in der Entwicklung? 17%, 34 Tage gerade drin. Ich würde mal sagen, wir pushen noch ein bisschen Demon 2. So, die Game Convention war, wir haben 1920 Besucher gehabt, 256 neue Fans gewonnen. Und viele Besucher haben sich für dein aktuelles Spiel interessiert. Es müsste jetzt eigentlich hier einen kleinen Push geben nochmal. Oh, naja, wenigstens fällt es nicht ab. So, wir senken den Preis mal ein bisschen. Auf 23. Ach so, die Game Convention, ne? Leichten Trend für Steampunk. Was hatten wir jetzt? Ach so, Vampire Diaries, genau. Vampire und Hexenbeschwörer und so weiter. Immer zusammen. Immer zusammen. Man denke nur an Serien wie, wie hießen die noch, Buffy und so weiter. Ah, heute der Commodore Amigo. Heute veröffentlicht Commodore die neue Plattform Amiga. Er ist der Nachfolger vom G64, damals halt C64. Es ist Commodores Antwort auf den Sinclair ZZ81. Der Amiga kommt sportlich daher mit seiner 32-Bit-CPU. Die neue Architektur beinhaltet mehrere Co-Prozessoren für den Zugriff auf Audio, Video und Speicher. Ja, es ist also nichts Neues, dass es mehrere Prozessoren in einem Gerät gab. Neu ist halt nur, dass sie jetzt die Kerne quasi oder die Prozessoren als Kerne auf einer CPU verteilt sind.
Wir könnten uns die Lizenz kaufen. Das Geld dafür hätten wir. Und dann 87. Ja. Kaufen wir uns die Lizenz und das nächste Spiel machen wir dann ein Sportspiel. So, Dämonenreise ist vom Markt. 19.000 Einheiten verkauft, 408.000 Gewinn. Sehr schön. So, extra Erfahrung gewonnen. Sounddesign, Writing, Producing. Ich bin dafür Producing, dass wir das Ding besser verkaufen. Dadurch sind wir auch gelevelt. Marketing. Anderes können wir uns eh nicht erlauben. IBM hat einen Marktanteil von 14%. Es gibt kein ähnliches Spiel auf dem Markt. Preis 26 und nur 7000. Ist noch nicht perfekt, aber schon mal etwas. World Design. Sag mal, das kann ja nicht sein. Das haben wir doch hochgesetzt ohne Ende. So, gut. Was Designer? Programmierer, wesentliche Elemente der Spielentwicklung. Und du? Oh, ebenso. So, was? Schon wieder trainieren? Spiele Programmierer, Spiele Designer. Nein, im Moment noch kein Geld für. So, jetzt mal forschen. Uns geht das Game aus. Wir machen jetzt erstmal unser Spiel mit der Lizenz. Ja, die haben wir doch gekauft. Ah, ich wollte gerade sagen, hallo? So, Sportspiel auf. Oh, guckt euch das an. 13%, nur noch 13, 14, 14%. Lecko, Fallung. Auf jeden Fall gehen wir auf den Amiga drauf. Olympia. Ein schönes Spiel, hoffe ich mal. 3D-Grafik ist selbstverständlich. Sollen wir da Sheets einbauen? Oh, guck mal hier, Producer. Ja. So, wir tun auch ein paar Sheets rein. So. Oh, immer noch 6 Punkte übrig. Grafik. Grafik. Grafik tun wir hoch. Das. Level Designer was. AI, würde ich mal sagen. Content Design, dass sie mit Gegenständen so, ne, braucht man nicht. System Design. Das System dann kümmert sich um die globalen Regeln und Mechaniken des Spiels. Ein gutes Design braucht eine, an die Herausforderungen von Level Design und Inhalten anpassen, indem es eine generelle Balance mit wirkenden Kräften erzeugen, trotzdem flexibel bleibt. Wenn ein Spiel in der Brandbreite seiner Möglichkeit wächst, dann steigen auch die Anforderungen. Okay, dann ich mal sagen so. Bei Story, na, also Game Writing brauchen wir nicht, weil ist ja vorgegeben, also durch die Lizenz. Dadurch haben wir auch kein Budget jetzt hier, natürlich für alle. Auch 15.000 Übersetzungen. Wie schlage ich das denn vor? Ja, hätte ich auch so eingestellt. Okay. Und die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Warum steht die Uhr? Darum sage ich jetzt nur noch ganz schnell: Danke für euer Interesse. Lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir Kommentare.
wenn ihr mich unterstützen wollt. Ansonsten, arrivederci, winke, winke, goodbye, euer Aiden Croft.